Der Haftbefehl gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange bleibt bestehen. Das heißt, er kann weiterhin die Botschaft Ecuadors in London nicht verlassen, ohne zu riskieren, festgenommen zu werden. Ein britisches Gericht schmetterte einen weiteren Antrag der Assange-Anwälte ab. Der 46-Jährige hat die Vertretung Ecuadors in London seit 2012 nicht mehr verlassen. Er befürchtet, in die USA ausgeliefert zu werden.